Ja, moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir noch mal ein bisschen Gas geben. Und zwar, heute widmen wir uns hier dem Fahrerbereich. Wird auf jeden Fall viel Schnibbelarbeit, darum sabbel ich auch gar nicht lange rum. Eine Zwischenfrage hörte ich noch. Und zwar habe ich seit ein paar Tagen, mache ich mir so meine Gedanken, wie ich die Wände drinnen verkleiden werde. Also, was meint ihr? So Tefelholz, wie ich das im Van hatte, glatte Wände, also irgendwie so Multiplex oder irgendwie sowas, dass man das nimmt. Was nimmt man am besten für die Wände nachher? Habt ihr eine Idee? Wenn ihr eine Idee habt, unten in die Kommentare, würde mich interessieren oder auch weiterhelfen. Haut alles rein, schmettert alles raus, was ihr da so auf Lager habt. Genau, ich habe jetzt aufgebaut und jetzt geht halt los. Wollen wir mal, ne? Ich frage mich gerade nur, wo sind die beiden wieder? Einmal hier, nicht vergessen, und hier, nicht vergessen. So Leute, ich habe mal das erste Teil hier zurechtgeschnitten. Ja, das sieht so aus wie von meinen Lütten, irgendwie so ein Puzzleteil oder so. Und so geht das jetzt hier weiter, ne? Das ist hier die Bodenplatte von Sitz, die kriegt man nicht raus, die ist hier irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer festgemacht. Hier haben wir die kleine Revisionsklappe, hier ist gleich wieder die große Revisionsklappe. Also schlängeln wir uns jetzt hier durch bis nach vorne und schnibbeln, bis der Arzt kommt. Nützt ja nichts, ne? Leute, so eine Formelarbeit, ey, das, man kann sich das nicht vorstellen. Aber guck mal hier auf dem Boden, überall die Schnibbel. Ich habe geschnitten wie ein Weltmeister. Und ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis. Und zwar habe ich hier jetzt quasi wie einen Rahmen gebaut, den ich jetzt einkleben werde. Und genau, und die anderen Bretter, die hier, die lasse ich dann nur quasi schwimmend, lege ich die aneinander, dass man die im Notfall rausnehmen kann. Und hier haben wir dann unseren festen und starren Rahmen. Und da legen wir die jetzt rein. Hinten ja auch die andere Revisionsklappe. Der sitzt dann wieder rauf. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze nachher gut aussieht. Und danach können wir uns dann schon hier an die Treppe ranmachen, wa? Leute, ich bin oben zumindest schon mal fertig mit Schnibbeln. Das sieht alles noch ein bisschen kurios aus, aber das hat alles Hand und Fuß. Ich bereite jetzt die Aluprofile wieder vor und dann sieht das Ganze nachher auch wieder schick aus und dann widmen wir uns schon der Treppe, würde ich sagen, wa? Jo. Weiter geht's. But check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso. So Leute, der obere Teil ist fertig. Was meint ihr? Ich finde, das ist richtig schick geworden. Das sieht wieder top aus. Hinten habe ich auch noch da eine Leiste und alles ein bisschen mit rangehauen. Die kleine Revisionsklappe. Ja, also ich finde, das kann sich sehen lassen hier, ne? Schnieke Eingangsbereich. Ja, und jetzt werde ich mich so langsam mal an die Treppe hier machen. Ja. Weiter geht's. So, ich habe die Stufenstücke hier jetzt schon mal angepasst. Sieht sehr gut aus. Natürlich noch besser, wenn die Abschlussleiste nachher und alles dran ist. Da oben habe ich schon eine so ein bisschen fertig gemacht.
Hier unten musste ich auch noch ausschneiden. Hier ist der Hebel für drüben für die Klappe, darum musste ich hier auch noch freilassen. Ja, und hinter dem Brett, das ist auch ein bisschen blöde, weil die Stufe, die läuft schräg nach hinten weg, darum muss ich mir hier jetzt gleich noch so eine kleine Distanzstöcke anpassen. Und dann kann ich die Stufen einkleben und danach mich wieder an die Aluprofile machen. Und dann ist die Treppe fertig. Sehr schön, sehr schön. So machen wir das jetzt. You don't need to know about that. Don't need to know about that. I'll protect you with my lies. You don't need to know about that. Don't need to know about that. Just let me love you. 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 So, unsere Treppe ist fertig. Ich finde, das ist sehr schick geworden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein wunderschöner Eingangsbereich hier. Ja, jetzt mache ich hier oben noch die kleine Revisionsklappe. Die hatte ich ja noch nicht mitgemacht. Und hinten die paar Bretter, wo das Bett, unser Schlafzimmer nachher kommt. Das mache ich auch noch eben schnell mit fertig. So Leute, der Feierabend ist da. Ich bin fertig, also... Ich bin fertig und bin aber auch fertig geworden mit dem Fußboden. Und das Endergebnis, das zeige ich euch nochmal schnell. Jo, ich mache nochmal einen kleinen Rundgang hier. Die Stufen, wunderbar. Dann habe ich diese kleine Revisionsklappe, die habe ich jetzt auch noch mit fertig gemacht. Genau, und dann gehe ich noch einmal mit euch nach hinten. Ja, hier hinten kommt ja quasi... unser Bett hin auf 1,90, also das endet irgendwo da auf den Fußboden quasi, den ich da jetzt verlegt habe. Ich hoffe, man kann das noch erkennen. Das Licht ist nicht mehr so gut jetzt hier heute Abend. Das ist dann alles, was im Schlafzimmer überbleibt. Und der Boden ist drin, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich. So Leute, wir haben es geschafft. Der Fußboden ist endlich drin. Eine kleine Mini-Sache fehlt mir hier noch, das ist die Abschlussleiste hier. Aber ich war jetzt die ganze Zeit hier im Gange und die komplette Seite, die stört mich eh. Und hier drüben auch, das Ganze hätte ich gerne ein bisschen schöner, irgendwie schön verkleidet oder so. Ja, da kommen wir auch nochmal zu der Verkleidungsgeschichte mit den Wänden. Haut mir bitte in die Kommentare, was soll ich hier für die Wände... für Holz verwenden, irgendwie Profilholz, Vertäfelung, Multiplexplatten. Ja, sag einfach mal, was ihr nehmen würdet oder womit ihr vielleicht auch eine gute Erfahrung habt. Ja, im nächsten Video heißt es dann, die Seiten hier verblenden. Also, es bleibt spannend, bleibt dran. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da, Glocke aktivieren, ein Abo, nimmt wieder alles mit. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Tschüss, Bye-bye und auf Wiedersehen.